Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Es geht immer noch gemütlich weiter hier mit den Updates vom Aquatic, denn ich sage mal, nicht nur Blöcke und Fische und ein bisschen neue paar Items kamen dazu, nein, es kam auch eine neue Minecraft-Version dazu, die jetzt aber auch wieder in der Beta ist, also die Beta werden wir irgendwie zurzeit einfach nicht mehr los. Aber bevor wir uns das Ganze angucken, möchte ich dich kurz mal darauf hinweisen, dass wir bei unseren Minecraft-Servern, ich weiß ja, die meisten von euch spielen das ja gerne, haben wir bei InPvP eine neue Lobby gekriegt. Ich selber spiele lieber Mineplex, aber die meisten spielen ja auch gerne was anderes wie InPvP. Lohnt sich einmal vorbeizuschauen, neue Spielmodus sind dabei. Ja, aber ansonsten gucken wir uns heute erstmal diese andere Version an. Kleine Empfehlung, ich habe dafür jetzt wieder eine neue Welt aufgemacht. Weil, aha, jetzt geht's los. Also wenn man sich das Ganze jetzt einstellt, ich würde euch auch raten, testet das erstmal auf einer Krimskrams-Welt, die ihr einfach wieder aufmacht. Ihr kennt das ja. Müssen wir bei den Einstellungen ein bisschen runterscrollen. Und hier steht Education Edition, also eine andere Minecraft Edition. Die können wir hier einfach mal aktivieren, machen wir. Aber da ploppt dann halt was auf. Sie sagen dir jetzt schon, dass diese Version dazu führen könnte, dass deine Welt zerstört wird. Aber jetzt sind sie schlauer als wie das letzte Mal, wo halt auch so in der Art was war, haben sie dir keine Kopie zur Verfügung gestellt. Da haben sie einfach nur geschrieben, kann halt zerstört werden oder zu Fehlern kommen. Hier erstellen sie dir dann einfach eine Kopie deiner Welt, so dass das halt safe ist. Also können wir ganz beruhigt einfach mal weiterklicken. Hast du das denn gemacht? Siehst du, sie haben einmal eine Welt kopiert. Die ist einmal hier oben, also die Originalwelt haben sie so an sich kopiert. Und die Kopie ist dann dieser neue Modus. Da gehen wir jetzt einmal rein. Schon sind wir auf der Welt einmal drauf und gucken uns dieses neue Minecraft-Update hier nochmal an. Also diese andere Version, so eine Beta. Also die Beta bleibt uns halt immer erhalten irgendwie. Ja, jedenfalls ist das ein Chemie-Update in Minecraft, was du halt aktivieren kannst, ne? Und ja, dafür haben wir auch neue Blöcke dazu gekriegt, die es jetzt nur denn in dieser Version gibt halt. Ja, dabei haben wir ein Mikroskop bekommen. Halt so ein Tisch hier, oder wo man dann halt sowas reinpacken kann, alles reinlegen kann von Elementen und sowas und sich das ein bisschen angucken kann. Wie das Ganze funktioniert, so, habe ich mich noch nicht eingefuchst. Ist auch mir, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Und da muss ich mir, glaube ich, ein bisschen Hilfe zulegen. Leute, die das schon vielleicht in der früheren Minecraft-Beta mal ausprobiert haben. Dann gibt es einen Verbindungserzeuger. Wofür, was das ist, weiß ich auch nicht. Dann gibt es einen Labortisch. Mit diesem Labortisch habe ich gerade eben schon ein paar Mal probiert und bin hier fast immer in die Luft geflogen, weil ich die Elemente zusammengemischt habe und keine Ahnung, was da halt dabei rauskommt. Gucken wir mal kurz rein. Da mischen wir auch gleich was zusammen und gucken mal, was da passiert. Und dann gibt es auch den Stoffreduzierer. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Jedenfalls haben wir den. Ja, da muss man sich ein bisschen einfuchsen um das Ganze. Wir haben natürlich auch Elemente. Hier, alle Elemente, die es gibt, haben wir auch jetzt in Minecraft. Das Coole ist, nehmen wir einfach ein paar raus und dann probieren wir einfach mal. Diese sind keine Items, sondern wirklich hier Blöcke und damit kannst du halt auch ein Haus bauen. Faszinierend, ne? Ich finde so, ich sag mal, diese Fragenzeichenblöcke, die erinnern mich irgendwie so an Lucky Blöcke, ne? Kennt man das? Ja, ne? Lucky Blöcke irgendwie erinnert mich das Ganze. So, und da gehen wir jetzt einfach mal zum Labortisch hin und können hier, ich packe jetzt erstmal zwei hier rein, den Fragezeichenblock und das ist das hier, Wasserstoff. Also das kombinieren wir einmal. Und dann kommt da Abfall raus. Und das ist immer unterschiedlich, was da passiert. Halt von den Elementen ist das immer abhängig. Jetzt war einfach nur so ein bisschen Rauch. Es war mal Feuer. Hier ist alles in die Luft geflogen. Manchmal passiert gar nichts. Manchmal man selber irgendwie wird weggestoßen davon. Also muss man gucken, was daraus kommt. Aber ich kriege die ganze Zeit nur Abfall raus. Da muss man echt wissen, was man zusammenmischt. Und dann kriegt man bestimmt irgendwas Tolles raus. Ich habe jetzt auch so an sich da nichts Richtiges gefunden, wie ich da euch da schon was zeigen kann. Aber naja. So, dann gucken wir noch hier bei unserem Mikroskop, was wir da noch machen können. Ich packe jetzt hier einfach mal, was ist das, Helium rein. Dann sehen wir diesen Aufbau von Helium. Da können wir dann hier auch, glaube ich, ein bisschen ranzoomen oder ein bisschen mehr machen. Ich weiß nicht genau. Oder ich kann hier ein paar Elemente noch dazulegen. So, mache ich mal. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze halt hier... Dann gehen wir hier weg. Kriegt da irgendwas raus, irgendwas? Nee. Ja, bin ich noch nicht so ganz schlau, was ich damit machen kann. So, ich kann hier irgendwas reinpacken halt. Kann ich hier auch... Oder warte mal, oder... Wenn ich, guck mal, jetzt habe ich zu viel gemacht. Kann ich wieder ein bisschen weniger machen. Ah.
Na, so wenig. So viel. Kann man hier so ein bisschen rumspielen an den Elementen? Hm. Nee, glaub nicht. Nee, wenn man zu viel macht, ist das Element weg. Ranzoomen kann ich auch. Ich weiß nicht genau, was man damit machen soll. Kann hier nochmal einen rausnehmen. Da habe ich den jetzt irgendwie verändert. Weiß nicht. Komm, wir mischen nochmal das zusammen. Zack, einmal kombinieren hier. Da guck, und schon passiert sowas hier. Also immer unterschiedlich. Und ich kriege immer Abfall raus. Ich weiß nicht. Irgendwie. Naja, was man mit dem Abfall macht, ich weiß nicht, ob man den auch irgendwie weiterverwenden kann hier. Wenn wir mal kurz einmal reinpacken. Geht hier. Nee, hier können wir nichts reinpacken. Können wir den unter Mikroskop einmal legen, den Abfall? Würde mich auch jetzt mal interessieren. Geht auch nicht. Und hier, Stoffreduzierer. Können wir auch nichts reinpacken. Ja, okay, das ist dann halt so eine Sache, muss man sich mit einfuchsen. Und ja, wer aufgepasst in Chemie, ne, der kann jetzt hier einiges in Minecraft anstellen. Ja, jetzt komme ich nochmal kurz, denn hier hänge ich einfach mal ran an dieses Video. Nochmal zum ersten Part, so an sich vom Update, was ich gemacht habe mit den Fischen und so. Ich habe nicht alles gesagt, was reinkam, weil es halt war neu und... Ach, das ist immer so viel auf einmal, das kann man nicht immer in einem Video zusammenfassen. Allein auch, wenn ihr die Welt startet oder so, ihr werdet viel in der Wasserwelt entdecken. Auch Schiffwracks, Korallenriffe und pipapo, alles drin, muss man erstmal ein bisschen erkunden. Außerdem wurde ein paar Mal gefragt, ob andere Minecraft-Versionen auch das Update erhalten. Und ich kann nur sagen, ich habe es in der Beschreibung vom letzten Video reingeschrieben, aber im Video ist das immer besser, wenn man das erwähnt. Und zwar, ihr kriegt alle diese Version. Nur das Datum, wann das Ganze rauskommt, ist noch unklar. Meistens bei der PlaySea kriegt das ein paar Tage später oder eine Woche später. Weil ihr dürft nicht vergessen, ihr seid die Konkurrenz. Minecraft gehört ja an sich Xbox, also Microsoft. Und ihr kriegt meistens halt, wie es halt immer so der Fall ist, die Updates etwas später. Naja, ansonsten müsst ihr einfach mal zu mir kommen hier, einfach auf die Xbox. Ne? Wenn ihr es einfach auch früher haben wollt. Ja, und alle anderen Versionen, Handy, ja, was halt nicht alles so gibt, ihr bekommt das, ja, würde ich sagen, ja schon kriegt ihr auch. Aber wann genau, kann ich euch einfach nicht sagen. Ob ihr jetzt auch ein paar Tage später es bekommt oder eine Woche später oder einen Monat später, dieses Minecraft-Update wird ja aufgeteilt in mehreren Parts. Wir sind ja jetzt bei Part 1 hier auf der Xbox. Es wurde auch gefragt, ob das Ganze in, sag ich mal, bei euch später kommt, aber dann komplett. Das kann ich verneinen, da Minecraft euch allen halt das gibt und im Nachhinein die anderen nachgerückt kommen, weil sie selber nicht wissen, wann das halt fertig ist. Und das wäre halt ziemlich doof, denn, sag ich mal, dann halten sie uns wieder ein Jahr hin oder so. Wer weiß, wie lange das halt geht. Ja, aber ansonsten könnt ihr euch hier ein bisschen austoben mit Chemie. Ich werde mal gucken, ob ich einen ranhole und wenn ich dann ein bisschen schlauer bin, dann mache ich nochmal ein Video davon und könnten hier ein bisschen was zusammenmixen. Ja, und dann würde ich sagen, was ist das Ganze hier? Ja, austesten, das ist so ein kleines Infovideo, dass ihr halt das hier aktivieren könnt. Vergisst nicht, die Welt wird halt zerstört werden, ne, wenn ihr halt dieses aktiviert, aber ihr kriegt halt eine Kopie, ne? Also von daher könnt ihr einmal das Ganze ausprobieren und ein bisschen rumtüfteln. Und nicht vergessen, wer in Chemie aufpasst, der hat hier einiges zu tun. Denn ich weiß halt schon von Leuten, die haben eine Atombombe damit bauen können und sogar Panzerglas. Ich weiß nicht, wie das wirkt. Das soll, ich glaube, die haben mir gesagt, dass es halt so aussieht wie irgendwie normales Glas. Ich weiß nicht, wie man es herstellt. Keine Ahnung. Aber dass man das halt an sich im Überleben nicht kaputt machen kann. Das ist unzerstörbar im Überleben irgendwie. Naja, gut. Ich würde sagen, ein paar Sachen hab ich euch jetzt schon gesagt. Also Atombomben könnt ihr bauen oder Bomben an sich, ne? Und halt Panzerglas. Das hat mir auch schon einer gesagt, dass das geht. Ja, okay. So, dann würde ich sagen, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wenn auch irgendwas sein sollte, schreibt es unten rein. Ich werde das Update jetzt nicht unbedingt noch irgendwie großartig ausschlachten, wie andere das halt machen. Ich lasse es hierbei und konzentriere mich jetzt auf ein paar Projekte, denn ich habe ja lange auf dieses Update gewartet. Jetzt nicht auf das Chemie hier, aber das mit Unterwasserwelt. Da kommt was. So, aber ansonsten stelle ich mich hier schön vorne, Safety hin und dann war es das Ganze hier. Ich sag denn nur noch, ihr wisst es ja. Tschüss.